Hello people, willkommen zurück zu Let's Play Mario's Two Ways to Victory. Ja, wir hatten eben einen Star Path gemacht und was, wir hatten den nicht eben gemacht, wir machen den jetzt erst. Das ist das Land der Magie. Hier gibt es 5 magische Sterne, die versteckt sind. Wenn du sie alle findest, wirst du in der Lage sein, die Röhre zu benutzen, die in den Untergrund führt. Also gibt es hier eine Art Alternativeingang zu Bowser's Castle, der hier versteckt ist. Am Ende. Weil da gab es ja bei Bowser's Castle noch sowas wie einen Eingang. Einen anderen Eingang. Hilfe. Ich dachte jetzt schon, ich wäre gestorben. Zack. Komm her. Hilfe. Ja, toll. Danke. Danke. Okay, jetzt habe ich das Problem. Was, wie soll ich denn da ohne P-Switch da hinkommen, da drüber? Okay, ich mache das jetzt so. Ich fliege einfach über diese P-Switch-Stelle rüber. Ich glaube, das ist die einzige Lösung, die ich jetzt noch auf Lager habe. Okay. Ja, das war die einzige Lösung, die noch irgendwie möglich wäre, wenn ich keine Fehler mehr gehabt hätte. Hätte ich jetzt die Arschkarte gehabt, weil ich den P-Switch versehentlich in den Abgrund gekickt habe. Also, hier gibt es designtechnisch noch was zu verbessern, sehr geehrter Hackersteller. Bah, Hilfe. Okay, doki. So, dann müssen wir das halt jetzt regulär machen. Also, ohne entsprechende Einflüsse jetzt. Durch die Feder. Zack. Hilfe. Zack. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Zack, zack. Ab durch die Röhre. Hilfe. Zack. Und geschafft das Level. Jetzt haben wir so ein SMB3 ähnliches Ziel, warum auch immer. Okay, jetzt haben wir hier einen blauen Stern erwischt. Okay, aber es gibt keine Verbindung jetzt zu diesem zweiten Level hier. Also, dass sich hier findet. Okay, die Geisterhöhle, Ghost Cave, haben wir hier jetzt. Okay. Das ist jetzt ein relativ standardmäßiges Level. Zack, zack, zack. Hilfe. Zack. Boah. So, komm her. Zack. 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 Duck dich, Mario. Hilfe. Ach, Manometer. Ich glaube, das Level könnte wieder nicht ganz so einfach werden. Sondern tendenziell in etwas schwierigere Gefilde abdriften. Zack. So, vorspulen. Zack. Rüber, rüber, rüber. Hilfe. Rüber mit dir. Rüber. Rüber. Okay. Boah, Hilfe. Der Geisterring. Die Position war überraschend. Hilfe. Zack. So, komm her.
Komm her. Komm her. Komm her. Hilfe. Oh Gott, hier muss man sich wieder konzentrieren, dass einen diese Geister da nicht da töten. Ja, dürfte offensichtlich sein. Oha. Nein, nicht dieses Fishing Boo Arschloch. Ich hasse dich. Nein. Ich hasse Fishing Boos abgrundtief. Okay, und ich glaube, ich sollte mal das Licht anschalten und auf meine hübsche Lampe richten, weil sonst sehe ich nicht, wie lange ich schon aufgenommen habe. Okay, der Fishing Boo, dass der am Ende kommt, das ist ziemlich das Schlimmste, was in diesem Level passieren konnte. Fishing Boo. Das absolute Schreckensgespenst unter den Geistern. Okay, neben diesen Geistern, die wild auftauchen und wieder abtauchen und dann random in einem reinspawnen, neben diesem Geisterschwarm, ist das irgendwie das schlimmste Geisterviech, der Fishing Boo. Autsch. Ja, genau das meine ich. Zack, zack. Hilfe. Zack. 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 Ach, Menno. Hilfe. Okay. Ich gebe es auf. Ich sehe ein, dass wir hier Power-Ups holen müssen und Power-Ups brauchen. Sonst kommen wir bei diesem Fishing-Boom-Mistviech nicht weit. Sehe ich ein. Ohne Power-Ups nichts los. So. Okay. So. Hilfe! 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 Zack. Zack. Zack, zack, zack. Zack. Rüber mit dir. Na, oh, zack, zack, zack. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Zack. Und ab durch die Röhre. Dieser Fishing-Boo-Scheiß-Mist ist weg. So, und hier gibt es hier noch Geister, die mir irgendwie gefährlich werden könnten. Es gibt Bullet-Bills. Okay, einfach irgendwie ziemlich sinnlos Bullet-Bills hier reingeklatscht. Okay, und... Okay, jetzt komme ich da irgendwie hin. So ist das gelöst. Finde ich interessant irgendwie, dass sich diese Wege so zusammensetzen. So. Okay, damit haben wir jetzt den Clock Forest, also den Glockenwald. Okay, mit irgendwelchen Switchblöcken, die wir noch nicht haben. Was? In diesem Platz kannst du die Tageszeit ändern. Grüne Röhren werden die Uhr nach 7 Uhr morgens setzen. Gelbe Röhren nach 5 Uhr nachmittags. Und lila zu Midnight, also Mitternacht. Abhängig von der Zeit werden da verschiedene Kreaturen aus diesen Blocks auftauchen. Also interessantes Konzept, denke ich. Und die kann ich nicht nehmen, das sind keine Turnblocks. Autsch. Zack. Komm her und geh durch die Röhre, Mario. Okay, damit wären wir jetzt irgendwie so bei Mitternacht angelangt.
Okay, und damit werden diese Blöcke weg. Achso, ich brauche, muss zu bestimmten Tageszeiten sein und dann sind die Blöcke, entsprechenden Blöcke, die gleichfarbigen Blöcke, entweder da weg oder da. Jetzt verstehe ich das Konzept so und hier muss ich da irgendwie nachmittags hin. Das ist ein cooles Level-Gimmick. Finde ich, gefällt mir sehr. Okay, und ich glaube, ich komme da ohne diese Teile nicht hin. Zack. Hilfe. So. Hilfe. Okay, jetzt haben wir dieses grüne Teil. Ja. So, rein mit dir. Hilfe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da muss ich zunächst eine gelbe Röhre finden. Okay, ja. Aber das Problem ist jetzt bei Nacht, dass wir Instant-Kill-Munchers haben. Okay, und jetzt muss ich hier nochmal in so eine Röhre. Ah, wie gesagt, das Level-Konzept gefällt mir sehr. Hier. Sehr interessantes Gimmick. Gut umgesetzt und wow, Hilfe. Ich warte erstmal, bis das Feuer hier sich gelöscht hat. Zack. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Oha, oha, oha. Okay, und was passiert hier? Jetzt kommen wir, gelangen wir zu einer grünen Röhre. Und Hilfe. Ich hasse Hammerbrüder. Also die Sachen am Bruder Viecher. Plopp, plopp, plopp. Huhuhu. Huhu. Okay, und jetzt... Zack, zack. So, jetzt kommt der P-Switch. Hilfe. Okay, und diesen P-Switch brauchen... Da brauchen wir jetzt irgendwie den Nachmittag, um diesen P-Switch zu holen. Ich verstehe... Stirb. Zack. So. Okay, und ich denke, damit dürften wir... Okay, jetzt brauchen wir nur... Jetzt müssen wir nur wieder zurück zu diesem Morgen, um das Teil dann letztendlich drücken zu können. Und jetzt war dieser Hammerbruder wieder da. Okay, genauso wie diese Viecher. Autsch. So. Zack. Hilfe. Okay, Doki, damit wäre jetzt zumindest dieser Bereich frei. Okay, dann kommen noch zwei weitere Level, die wir uns noch anmachen sollten. Okay, und hier ist nichts. So. Also, hier ist das vorletzte Level. Okay, da Frozen Mountain. Der kommt jetzt. Hilfe. Spring den G. Zack, zack. Plopp. Komm her. Okay, jetzt werden wir dich töten, du komisches Viech. Hilfe. Zack. Hilfe. Zack, 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 zack. So. Hilfe. Komm her, du Pilz. Zack. Hilfe.
Ach, Manometer. Hilfe. Zack. Zack. So, stirb, du Viech. Du sollst sterben. Hilfe. Okay, was haben wir hier? Frozen Dingsbums. Die zweite Hälfte diesmal. Und diesmal werden wir nicht so einfach sterben. Zack, zack. Ich habe jetzt alle Chucks aus dem Weg geräumt. Puh. Zack. So. Hilfe. Zack. So. Plopp und plopp. So. Komm her, du Pilzgedöns. Pilzgesicht. Zack. Zack. Okay. Haben wir hier... Sind das Instant-Kill-Viecher oder... Ich frage mich jetzt gerade, ob das unpalettierte Instant-Kill-Viecher oder unpalettierte normale Mancha-Viecher sind. Okay, aber ist aber egal, wir sind jetzt drüber weg. So, aber der Kollege, der Röhrenblockierer, der muss jetzt erstmal auch dran glauben. Okay, aber hier geht's anscheinend tatsächlich noch weiter, also das war's noch nicht mit diesem Level. Zack. Ja. Zack. Hilfe. Zack, zack. Hilfe. Zack. Hilfe. Hilfe. Rüber da. Und rüber mit dir. Oha, oha, oha. Jetzt Konzentration, weil wir dürfen uns jetzt keinen Verlust leisten. Zack. So, und jetzt haben wir den Pilz geschnappt. Oha, Hilfe. So, und im nächsten Part werden wir dann das letzte Level machen, sowie dieses wunderschöne Fortress da, was dort auf uns wartet. Und das war's dann, Leute. Bis dann. Tschüssikowski.